Diesmal geht es genau wie beim letzten Mal darum, dieses Gleis hier zu schottern. Und ich habe meinen Schotter, den Löffel, das Leimwasser, das ich mir frisch angesetzt habe, und eine Ampulle. Und natürlich den Pinsel. Und damit kann es losgehen. Zuerst gehe ich die Gleismitte an. Verteile ich die Schotterbröckchen schön im Schwell im Zwischenraum. Und vor der Endschwelle lege ich jetzt vorsichtig mal so eine erste Schicht hin. Das werde ich nicht auf einen Rutsch festkriegen. Der nächste Ansatz ist jetzt außen. Und auch da muss ich hier vor der Endschwelle wohl in mehreren Schichten arbeiten. Jetzt fehlt mir noch im Prinzip eine einzige Schwelle. Die schütte ich mal in ganz kleinen Portionen an. So, und jetzt fehlt mir noch die Außenseite, die hier zu mir hinweist.
schon mal die Erbsen hingehauen. Und nun noch ein paar weitere. Das hat mich jetzt schon ein gutes Stück weitergebracht und jetzt kann geträufelt werden. Ich mache das sehr, sehr großzügig, bringe also viel Leimwasser ein. So. Und noch einen. Okay, dann wäre wieder ein Stück Gleis geschottert und ich kann mir das nächste Stück Gleis vornehmen. Das hier ist noch nicht ganz getrocknet, das dauert nämlich Tage. Und von daher gehe ich einfach mal in dieses hintere Gleis hier. Das müsste ich allerdings vorher noch reinigen. Obendrauf sitzt ja noch die Patinierung mit der Revell-Farbe, mit der Emaille-Farbe. Die muss natürlich zunächst einmal ab sein, damit das Gleis überhaupt wieder nutzbar wird. An einigen Stellen sitzt das schon recht zäh. So. Jetzt kann ich den Schotter gut ausstreuen.
Tja, wie soll ich sagen, da war ich wohl mit dem Ausstreuen etwas zu sehr ambitioniert. Und von daher muss ich jetzt an dieser Stelle leider eine Pause einlegen bei der Arbeit.